Durch meine Sprünge. Ja, verdammt. Ja, jetzt. Dann probieren wir es mal links auf meiner Lieblingsseite. Ja, ich glaube da immer noch, ich habe da Anlauf. So, konzentrieren und. Ja. Ist bestimmt wieder eine Falle. Oh, zwei Bomben. Ich höre es noch links von mir und rechts von mir. Überall von mir und ich sehe Zombies. Schon wieder ein Labyrinth. Hilfe! Nein! Aufhören! Ah. Ach so, du bist doch gleich tot. Link weiß sich zu verteidigen. Na, was ist denn mit denen los hier? Die sind ja übelst stark geworden. Gab's da noch was? Nein. Zwischenboss, Truhe und oben fällt der Sand runter. Master Key. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich traue mich jetzt gar nicht so richtig da so zu agieren. Na? Ich finde, die machen so süße Geräusche. Na, war das nicht auch süß? Thumbs up for sweet noises. Ah, Spinnies! Oh, das ist eine Giant Skulltula-Spinne, du. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die jetzt kommt, so ein fettes Viech, so. Ich bin Groma. Ach, jetzt haben mich so die Fledermäuse abgelenkt. Ah, und? Erkennt ihr den Soundtrack? Wüstentempel Wind Waker. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Oh. Ich finde es geil, dass die Map mehrere Ebenen hat. Also die Endboss-Räume mehrere Ebenen haben, die sich stetig verändern. Okay, die greifen jetzt hier mal an. Da warte ich. Spinne ist tot. Oh, die haben sich Showdown geliefert. Ich sammle den Loot ein. Bogen gegen Bogen. Scheiße, das sind ja Bomben. Den hat's zerrissen. Ui, Sprengpulver. Geschafft. Oh, das Spiel ist etwas leise geworden. Warum das denn? Hallo? Sound? Ja, und you get the Pendant of Power. Jetzt haben wir alle drei Kristalle zusammen. Die ordnen wir natürlich artgerecht ein, hier so. Und Neckbreak. Ah, Obsidian. Oh, das ist aber mies, du. Nach dem Endgegner mit Gegnern überrascht haben, wenn man schon beim Ausgang ist. Und wo kommen wir jetzt raus? Haus! Herzcontainer, ich sehe es ganz genau. Hä? Warning, there are creepers in
The Area. The Area. A-I-I-U-U. The, nicht the. Da hinten ist auch schon wieder irgendein Tempel mäßig. Ich hab's ganz genau gesehen. Und das sieht mir sehr mysterious aus hier. Ne. Bascht. Ich hab da drin Herzcontainer gesehen. Die kosten wahrscheinlich jetzt 150.000, 50 Milliarden, 150 Millionen, Billionen, Trilliarden, Quadrillionen, Milliarden. So, eine Bombe habe ich noch und damit kann man Krüge kaputt machen, hieß es. Dingle! Oh, Mr. Fee! Das ist ja nur ein Herzcontainer. 50 Rubine. Die kosten Bomben. 4. Decken wir uns mit Bomben ein. Scheiße, das ging jetzt aber schnell. Ach. Sollen wir uns mal so eine Heilpotion gönnen oder hier noch Bomben einkaufen? Das ist wieder gar kein Effekt, weil da, was ich jetzt... Ah, wurscht. So, wir haben uns jetzt eingedeckt. Wir haben jetzt Pfeile en masse. Das passt. Unsere Map stecken wir wieder weg. Dann machen wir uns nochmal auf. Hier die Gegner hier fertig machen. Shop. Das haben wir herausgefunden mittlerweile. Wir waffnen uns mit dem Boomerang und gehen dahinter. Oder soll ich erst da reingehen? Ich habe wieder so das Gefühl, dass da wieder zum Ausgang geht. Außerdem sind da keine Creeper. So, jetzt wird es uns gleich so reißen und reißen und weil ich wieder aufschreie. Ha, doch nicht. Doofes Schild. Ach so, nein, Quatsch. Hier sind Creeper in der Area. Aber der darum hat es noch nicht gesehen. Und das soll auch so bleiben. Ah, das ist ein Schalter. Ah, Schalter drücken. Lol, das ist der... Ja, wusste ich doch. Geil. Das ist der Ausgang, damit wir wieder zu diesem einen Dingsbums da hinkommen. Na, ihr wisst schon, Dingsbums und so. So, du kommst jetzt runter und ich lass dich jetzt hier explodieren, dann spare ich mir eine Bombe. Los, komm runter. Los? Wovor hast du Angst? Dann halt nicht. Oder muss man alle von euch töten und dann geht das, da, das Ding da auf? Nee, komm runter. Schießbudenspiel. So, aber das Sprengpulver, das sammle ich noch ein. Ich krieg jetzt gerade wieder nichts. Ah, jetzt. So. Wo geht es da hin? Also bevor wir jetzt da durchkommen und in eine neue Welt kommen sollten, so mir schwebt jetzt Hyrule Field vor, möchte ich nochmal umkehren und bei Lake Hillier und was weiß ich alles die Verstecke aufsprengen, weil ich habe so das Gefühl, dass es hier wieder weitergeht. Und das machen wir natürlich nicht, ne?
So. Wobei, so eine Ocarina wäre jetzt auch toll zum Teleportieren. Jetzt müssen wir echt einen Wahnsinnsweg zurücklegen. Hätten wir vielleicht gleich machen sollen. Warte, das kann man stacken. So. Aber von der Seite haben wir jetzt mittlerweile auch schon ziemlich viel. Da hinten geht es auf jeden Fall raus. Das habe ich gerade gesehen am Rand des Nebels. Dachte ich mir. Es sah schon so nach Falle aus. Okay, bei mir sieht irgendwie alles nach Falle aus. Hey, aufhören. Ja, ist ja gut. So. Okay, dann war das doch keine Falle, da hätte ich hin müssen, weil da vorne dann, wo ich angeblich den Nebel gesehen habe, was natürlich klar ist, wenn ich mich weit weg befinde, dass da hinten Nebel ist, da ist dann da die Tür. Oder da. Bomben. Ich mag Bomben. Hey, da bin ich doch hergekommen. Oder? Quatsch. Ah, da wollte ich noch gar nicht rein. Aufhören. Goldener Rubin. Und ich bin nicht doof. Ach, das waren ja nur 10. Habe ich das schon wieder so in der falschen Hand? Ich möchte das nicht. So. Währenddessen ich jetzt mit den Items hier rumgespielt habe, habe ich vergessen, wo es lang geht. Ich glaube, dahinter war es, ne? Ja. So. Yep, das sieht mir richtig aus und das ist mir jetzt doch egal. Ich spiele jetzt einfach noch weiter, beziehungsweise mache da vorne gleich eine Aufnahmepause, weil ich habe jetzt doch, glaube ich, schon über 2,5 Stunden gespielt. Ja, nochmal. Ach, das sind die verlorenen Wälder. Ein Apfel hängt auf dem Baum. Noch ein Apfel. Pilze! So, ja, die Äpfel sammle ich jetzt noch ein. So, und hier machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Hat heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde natürlich weitermachen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Fia!